Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rising World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Grüße gehen erstmal raus heute am Kael Kinnick und am Hans-Jörg Bleikamp. Er ist neu, er hat sich vorgestellt. Finde ich mega cool. 64 Jahre alt, hat von seinem Sohn Rising World und Seven Days to Die bekommen. Kennt sich da noch nicht so aus und hat wegen der Papierproduktion tatsächlich mich gefunden. Finde ich cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Mach dir gemütlich, zieh dir die Videos rein. Ich hoffe, dir gefallen sie weiterhin. Und ja, wir wollen heute auf jeden Fall weiter am Bunker ein bisschen bauen. Ich habe ein paar Bilder bekommen, die ich heute aufhängen möchte. Und ich möchte noch gerne am Bunker ein bisschen was fummeln heute. Papierproduktion. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe es in mehreren Videos ja schon gemacht. Aber ich mache es extra für den Jörg jetzt nochmal, den Hans-Jörg. Also du musst erstmal ein Schaf scheren oder Baumwolle pflücken. Dann machst du hier am Spinnrad, also er hat es wahrscheinlich schon gesehen, ich wiederhole mich nur. Am Spinnrad machst du dann einfach mit der rechten Maustaste, musst du dann oben auswählen und mit der rechten Maustaste draufdrücken. Dann kriegst du nämlich einmal Stoff, Garnrolle, Blödsinn. Und dann gehst du hier am Spindeldingsbumstertisch, machst du einen Stoff. Den Stoff, den schmeißt du dir dann auch oben rein. Wirfst den in deine Mühle. Also Stoff ist das Komplizierteste, was man hier bauen kann, glaube ich. Machst daraus Hadern. Ein Matschschwatz zu hören. Da sind die Hadern. Zapp. Und die wirfst du hier rein. Ein Tröpfchen Wasser drauf. Mit einem Eimer. Der muss ja aber vorher voll machen. Presst das Ganze. Boah, Papier machen ist echt kompliziert, ne? Und machst das Ganze wieder auf. Und dann hast du ein Papier. Und daraus kannst du alles Mögliche, mit was man Papier machen kann, machen. So, schön. So, jetzt haben wir Papier gemacht. Gut. Ich hoffe, ich konnte jetzt helfen. Verschiedenes Poster. Wir können jetzt 7 Stück machen. Ich brauche ein paar. Das macht nichts. Los geht's. Wir hängen erstmal Bilder auf. Es sind jetzt nicht allzu viele dazugekommen. 2 oder 3 Stück. Immerhin. Und unsere Bilderwand sieht ja schon gar nicht so übel aus. Nochmal Bilder hochladen. Desktop. Rising World LP Bilder ist, glaube ich, falsch. Edit No Man's Sky. Doch, das war vom Edit nochmal. Ein schönes Bild. Das haben wir uns gestern, hat er gestern fabriziert. So. Das klatschen wir mal hier hin. Ein schönes neues No Man's Sky Bild. Da sieht er, weil das ist jetzt neu im Multiplayer, habe ich ja auch als Video gemacht. Dann haben wir hier nochmal einen Bilderrahmen. Da. Ach man, ich sag mal Bilderrahmen. Total dumm. Dann wählen wir das nächste Bild, wäre das hier. Wurde sich gewünscht, dass ich es noch aufhänge. Das könnte ein bisschen größer sein, was so ein schönes Bild ist. Ich darf hier zu groß werden, sonst habe ich aber keinen Platz mehr. So, von Arcanine, ich weiß nicht, wie das ausspricht. Haben wir aber schon mehreres, oder? Haben wir schon eine Arcanine? Hier ist es nochmal, leider nicht so gut zu erkennen. Edic, Star Trek, ein Bild hier. Okay, und dann hatten wir, ich glaube, ich hatte noch eins. Bild hochladen, Box für TV, ah, ich habe schon wieder vergessen, Darina, ihre Kätzchen, da, ein Katzenbild, und das ist, glaube ich, ein bisschen verzogen, das muss ein bisschen kleiner, oh, was habe ich aus Versehen gedrückt, ne, machen wir das mal so, nein, rechte Maustaste, okay, das geht nicht, das muss ich leider zerkloppen, tut mir leid, Darina, das muss ich einmal zerkloppen. Das ist zu nah an den anderen. Dann passt das mit dem Bilderrahmen nicht. So, aber ich bin ja selber schuld. Ist ja mein Papier. Nein, ich drücke immer den falschen Button. Hä? Oh, das ist doch gemein. So ist das sehr teuer in der Produktion. Das war gerade eine ganz andere Größe. Seht ihr? Gut. Habe ich noch ein Bild? Ich weiß gar nicht mehr. Da sind, wie gesagt, ich muss ein bisschen nachholen. Durch den Krankenschein kam ich da so ein bisschen durcheinander. Bild hochladen, das haben wir. Scroll ich mal runter. Manometer, das ist für innen, kann ich nicht lesen. Opel, was? Das können wir mal gucken, stimmt ja. Das sind die Manometer für unten. Kühlschrank, Foto. Pollenvernichter, Rising World, Titan Herd. Ach, das muss ich immer noch antesten. The Hunter, ich weiß nicht, ob ich da The Hunter drin habe. Ich hoffe, ich vergesse niemand. Namen kann ich nicht genau. Das haben wir schon. Kochplatten haben wir. Kinnicks Hasen, wollen wir nicht nochmal? Haben wir schon. Das haben wir aufgehangen. Den Backofen haben wir. Die Box haben wir. LP Schmiede haben wir. Darina haben wir. Gut, dann habe ich niemanden vergessen. Das ist immer. Hä? Was ist das hier drin? Das war auch nicht geplant. Gut, dann haben wir da ja safe mit den Bildern. Jetzt können wir gleich nochmal unten ein bisschen was aufhängen. Wir haben ja noch auf, genau 2. Perfekt. So, dann muss ich noch Bilderrahmen machen. 3 Stück. Unsere Wände werden immer voller mit geilen Bildern.
So. Gut. Wollte ich mal gucken unten. Ich brauche, glaube ich, noch eine Latte. Denn ich habe einen an der Latte. So. Ah, mir fällt mal ein Baum hier. Hä? Gib's mir. Muss ich leider fällen. Sonst ich komme nicht an diesen dran hier. Irgendwie kann ich hier nichts nehmen, vernünftig. Ist mir kaputt gegangen. Hey, waren doch noch mehr. Wo sind denn die ganzen Bäume jetzt hin? Da muss aber überall Holz rumliegen. Da. Ich komme kaum dran, ne? Wegen den anderen Bäumen. Heftig. Ach, mach nix. Lass sie einfach Bäume sein. So, viel brauchte ich ja nicht. Ich will ja nur fürs Manometer so ein ganz kleines Holzstückele haben. Na, dafür brauche ich die Lappen. Ich habe nichts mit gesagt. Latte, hat er gesagt. Zack, Bauelemente, Holzplanken. Das hier. Das brauchen wir erstmal wieder Rot nochmal. Holz. Bauelemente, Holzplanke. Ich brauche eine Mini-Planke. Bau mal ein paar, was soll's. So. Eine. Ein paar. Gut, dann gehe ich mal runter hier. Da riecht das miese Katze. Da steht außerdem was drauf. Ich schnarre nicht, ich schnurre. Okay. Mann, Leitern. Laufen, ein bisschen trinken. So, gut. Das Ding hier, ich habe echt nach Bilder geguckt. Ist gar nicht so einfach, sich da was auszudenken, vernünftig. Wirklich nicht. Nicht Desktop-Blödsinn. Delay, Manometer 1. Ne, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr groß. Oh, wie cool das funktioniert, ey. Das finde ich so irre. Gut, aber das war ja noch nicht der Plan. Der Plan war natürlich, erst eine Latte dahin zu bauen. Und ob das so funktioniert, wie ich mir das wünsche, bis dann. Es war Manometer, aber Manometer halt, ne? Sehr gut gemeint damit. Das sind die kleinen Tricks, die man so anwenden kann. Die das Ganze so ein bisschen Leben einhauchen, finde ich. Ne? Als ob da wirklich ein Manometer dran wäre. Also mega cool, oder? Und da muss dann noch so ein bisschen Lüftungsschlitze dran. Ich hatte noch eins. Und zwar... Jetzt weiß ich gar nicht, welches benutze, aber das sieht man ja. Ne, das können wir eigentlich nochmal machen. Soll's. Ein bisschen kürzer darf es noch. Das kleine Stück Holz. Was für ein Mini-Stück Holz man da hinsetzen kann, ne? Guck mal hier, wie perfekt, ey. Was gibt den Ganzen doch einen kleinen Klatsch, oder? So, sagen wir mal, Wahnsinn. Es sieht aus wie, als ob das verdammt nochmal echt wäre. Wie gesagt, hier müsste so ein bisschen Lüftungsgitter hin. Ich habe gerade gegoogelt nach Armaturen und sowas, aber ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Da kommen dann noch Armaturen dran als Bilder und sowas. Und dann sieht das Ganze hier sehr lebendiger aus. Und auf jeden Fall Lüftungsschacht. Der muss da oben auch noch. Irgendwo muss die Luft hier herkommen. Kann nicht sein, dass hier nur reingepustet und rausgepustet wird. Ne? Gut. Boah, das ging schneller, als ich dachte, was ich vorhatte. Was habe ich denn jetzt noch? Spannendes. Ja genau, wir wollten ja noch Trennwände machen. Ich weiß noch nicht, wie ich die machen will. Ob ich da richtige dicke Wände nehme oder... Schwierig. Also da können wir nochmal gucken gehen, was für ein Material wir da so nutzen könnten. Boah, der Bunker sieht echt gut aus. Ich habe mich fast ein bisschen selbst übertroffen. Aber nur fast. Erstmal müssen wir nochmal Holz farmen. Bilderrahmen. Das muss ja fertig werden mit den Bildern. Meine schönen Bäumchen, die ich hier gepflanzt habe, ne? Ich mach sie einfach kaputt. Witzig, dass wir den fällen können so. Aber was ich hier mag am Rising World, ist tatsächlich dieses Warten, bis ein Baum wächst. Also ich stelle mich jetzt nicht dahin und gucke mir an, wie ein Baum wächst, um Gottes Willen. Aber dass das so schön lange dauert, bis so ein doofer Baum dann aber auch da ist, ne? Komplett ausgewachsen, finde ich echt mega. Außerdem sahen die sehr schön vorm Haus aus. Das dauert ja mehrere Folgen, bis der Baum wieder da ist. In seiner ganzen Pracht. Das finde ich echt cool. So. Ja, hier müssen wir irgendwie noch vorm Haus noch ein bisschen was machen. Hier ist noch, ach, wir haben noch
viel zu tun. Ich habe ja gesagt, 1000 Folgen wären es bestimmt. Und ja, das, da ist noch genug Spielraum. So, Holz. Und ich wollte aus dem Holz jetzt was bauen. Ich habe schon wieder vergessen, was. Wieso vergisst ihr immer alles? Also morgen will ich viel mit Bildern machen. Also was den Bunker betrifft, seid ihr immer noch synchron? Ja, so fast. Ich habe tatsächlich vergessen, was ich machen wollte. Also hier oben ist ja auch eine tote Hose. Und ich will hier ein bisschen einmal gehen. Da unten ist wunderschön. Palme ist viel zu groß geworden, müssen wir leider wegklotzen. Hier muss noch ein Fernsehbild rein, da habe ich ein ziemlich geiles Kommentar gelesen. Also die Musik im Keller erinnert mich an Jeepers Creepers und zu deinem TV-Bild. Ich würde ein Bild von dir nehmen im Style von Nachrichten, also oben mit Überschrift und unten mit Banner. Vielleicht mit Text, dass dann Spiele wird gesucht. Habe ich, finde ich auch eine geile Idee. Also irgendwas ähnliches werde ich machen, was albernes mit mir. Das wird aber ein bisschen komplexer dann. So, der Ofen ist gelungen, der Kühlschrank ist gelungen. Ich wollte irgendwas mit Holz machen. Also im Bunker waren wir jetzt gerade. Aber Holzwände wollte ich ja nicht machen, nein. Ich muss auch sehr viel mit Beleuchtung noch bauen. Was wollte ich denn machen nochmal? Ihr blöden Manometer, ihr seid schuld. Und seid ja auch alle auf Null. Vielleicht denkt Musik. Hilft mir auch nicht auf die Sprünge. Du hast Bacon gegessen. Du hast wiederholt Bacon gegessen. Was wollte ich machen? So. Jeepers Creepers kann ich mich kaum daran erinnern. Ich weiß gar nicht. Deswegen. Achso, und der liebe Kinnick, der schreibt mir an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und wir haben endlich die 14.000er Marke erreicht. Yo, Road to 20k Abonnenten, mein Lebenstraum, mein Lebensziel, mehr will ich ja gar nicht. Komm in greifender Nähe. So, gut. Was wollte ich aus verdammtem Holz bauen? Mann, habe ich vielleicht irgendwas angeguckt mir? Das kann doch nicht sein. Nix habe ich mir angeguckt. Ich wollte doch irgendwas mit Gängen machen. Und bin da überlegen, ich wollte mir doch erstmal Blöcke angucken. Mehr wollte ich doch gar nicht machen. Die müssen ja nicht aus Beton sein, ne? Und Putz will ich eigentlich auch nicht. Aber es gibt schöne Farben, so knallige. Ja, das ist nicht so schön. Und Beton. Woraus könnte man denn Wände bauen? Es soll ja mal was Besonderes sein, ne? Das ist ja das Schöne. Recyceltes Metall. Ach Quatsch, ich weiß, was ich machen wollte. Fenster. Bilderrahmen waren es doch. Mann, Tim. Scheiße, jetzt die richtigen machen. Ich bin mal so mutig, mache jetzt 14 davon. Das wird schon passen. Mann! Wenn man den im Kopf hat, das hat man in der virtuellen Rising World Beine, ne? Perfekt. So. Müssen doch Bilderrahmen dran. Wie sieht das denn aus ohne Bilderrahmen? So. Das schöne No Man's Sky jetzt in... Eine Maus? Was macht sie denn? No Man's Sky jetzt mit Multiplayer. Haben wir gestern extra angetestet. Nigelnagelneu. Der Multiplayer. Ja, ist echt gelungen, muss ich sagen. Habe ich gestern angespielt. Eine Stunde lang. Nein, zu viel ist gut. Man muss es ja auch lesen können. Das ist wichtig. Und nochmal das hier. Ich mache ein bisschen sehr große Bilder. Wenn noch mehr dazu kommen, müssen wir bald eine neue Galerie bauen. So. Et voilà. Da habt ihr eure Bilderrahmen. Das ist ja wohl schön hier, ne? Also, wenn du YouTuber bist, wie gesagt, da ist genug Platz. Wir haben hier noch ganz viel Platz. Hier kommen noch Ständer hin mit Bildern. Die kann man dann ab und zu mal durchwandern. Da oben kommt noch eins hin, da kann noch eins hin. Da bei der Tür kann noch eins hin. Es kann auch Platzwünsche geäußert werden. Also es ist schon ganz cool geworden hier. So, jetzt wollten wir Trennwände mal uns angucken. Wir haben die Möglichkeit, nur dicke Blöcke zu nehmen. Das ist doof. Stein. Wäre auch schön gewesen, ne? Ich könnte aber auch viel mit Glas arbeiten da unten, aber das macht nicht so viel Sinn in dem Bunker. Recyceltes Metall. Nee, das, ich sag mal, wir haben jetzt so viel kaputtes Metall benutzt, dass man nicht, das muss man ja nicht immer benutzen. Oh, das sieht so cool aus.
Als Wand. Boah, guck mal hier, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, die Dinger. Da ist schon Spiele hier. Aber das passt da jetzt nicht rein. Als Wände. Ja, aber ich will jetzt nicht so eine dicke Wand da reinkauen, ehrlich gesagt. Das verzieht ja doch die ganzen Räume. Was willst du machen? So, hab mich für den entschlossen. Und hab enttäuscht, bin eigentlich jetzt, glaube ich, ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen. Das wäre eine scheiß Idee gewesen. Wir werden einfach nicht reinpassen, optisch. Weil das einfach zu heftig wird. Aber wir können ja nur den hinteren Raum damit dicht machen. Sag mal hier, so ein Bettenraum. So, jetzt habe ich total dämlich gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. So. Kommen hier die Türen rein. Das könnte eigentlich sogar passen, optisch. Ja, das müssen wir dann ein bisschen, da müssen wir ein bisschen tricksen wieder, ne? Scheiße. Da setzt ihr den nämlich gar nicht hin. Das ist natürlich witzig. Obwohl, das ist einfach. So. Auch das benötigt wieder. Ein Haufen Metall, den ich wieder verpulvern muss. So. Nochmal einen ganzen Stack. Dann müssen wir hier sehr viel mit Beleuchtung arbeiten. Was können wir denn hier in diesen Blindgang? Ich sag mal, da geht ja nichts rein. Was können wir denn da reinpacken? Also hier ist so der Überlebensabteil. Haben wir so große Türen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube so, haben die Türen. Das ist hier dicht. Dann müsste ich da oben noch ein bisschen was wegkloppen. So. Da ist die Axt. Spitzhacke. Leider. Nein. So. Ah, dann passt das Ganze. Das sieht gut aus. Ich habe ein spezielles. Ich wollte was anders farbiges, wollte ich gerade sagen. Also das Metall war jetzt mit Absicht jetzt, mit den Flecken drauf. Nur damit das halt so ein bisschen ins Auge sticht. Also hier ist jetzt der Lebensraum, hier ist ein Schlafraum. Da kommt noch ein Schränkchen hin. Da kommt eine Truhe hin. Wir hatten doch Truhen. Na, die haben wir jetzt oben. Schade. Vielleicht bauen wir selber ein Schränkchen noch hin, ein Bild von irgendwas. Ihr könnt auch ein Bild schicken, wie ihr wollt. Und dann können wir hier drin erstmal pennen. Soll nicht schlafen. So, dann haben wir hier auf jeden Fall den Raum. Ja, hier muss zu. Ja, und so ergibt das alles bald einen Sinn. Dann kommt hier noch ein Räumchen hin, eine Küche. Wir bauen erst die Küche und dann... Und überall muss ein Lüftungsschächt auf jeden Fall rein. Und dann den Raum, dann ein Badezimmer. So eine Art Wohnzimmer, wo man so ein bisschen relaxen kann. So ein Psycho-Wohnzimmer. Und das war es auch schon mit dem Bunker, glaube ich. Finde ich eigentlich schon eine ganz geile Idee. Aber schwierig, hier noch da noch was in diesen winzigen Räumlichkeiten was hinzubekommen. Also gemütlich ist es irgendwie gar nicht, ne? Wenn jetzt hier pennen müsstest, ey. Aber ich glaube, man gewöhnt sich da, wenn man in so einem Bunker leben muss, ne? So. Er verliert einen Raum, aber ist nicht schlimm. Welche Türen wollen wir denn haben? Vor allem, hier muss noch was hin. Da in der Ecke muss irgendwas hin. Was Cooles. Es gibt ja tausend Sachen, die wir noch machen können. So. Dann lasst uns mal werkeln. Zap. Oh, guck mal, wir hatten sogar Nacht. Sehr schön. Die Küche, die würde jetzt... Eine Küche muss natürlich eine kleine sein. Die darf auch wieder ein Herd haben und sowas. Schränke. Nein, Schränke. Schränke, hier nicht, Dekoration, Geländerkisten, Abschwungschildergerüste, Badezimmer, Betten, Türen, falsches Ding, ne? Wo waren denn nochmal Küchenschränke? Das war ein bisschen schwieriger. Hier ist so ein Regal.
Das wird da schon ganz gut reinpassen. Im Bunker. Also improvisiert das, finde ich irgendwie hässlich. So, verschiedenes Dekoration, Türen, Betten, Badezimmer. Wir brauchen auf jeden Fall ein Scheißhaus. Wir brauchen sehr viel Eisenplatten. Also ich baue jetzt mal 8. Sehr teuer. Die Toilette. Wir machen schon mal das Klo fertig. Das ist eine gute Idee. Halt, ich muss erst mal gucken, was das kostet. Das nächste. Toilettenpapierhalter. Ein Eisenstab und zweimal Papier. Ein Eisenstab. Eisenstab. Das hatten wir bestimmt auf Lager noch. Und zweimal Papier. Das ist natürlich blöd. Das muss ich bauen. Wieso denn gerade zweimal Papier? Das Klopapier halt, ne? So. Zap. Das ist halt das Aufwendigste, was es gibt, ist Papierherstellung hier. Das ist der Wahnsinn. Zermalmt. Oh, wir haben gleich schon 8 Uhr. Wie spät dann geht die Folge? Irre. So, die schmeiße ich mal kurz raus. Die haben ja nichts mehr zu suchen. Toilette kann schon mal hoch. Immer ein Klo in der Hand haben. Ist wichtig. Futz. Die hier stehen die Blöcke. So, zweimal Papier. Klorolle, ein Waschbecken, 8-mal Eisenplatte. Alter, wie teuer ist denn das bitte? Oh oh. Ich habe nur noch einen einzigen Eisenbarren, ernsthaft? Ah. Keine Sorge. Können wir alles locker bauen heute. Haben wir noch auf Reserve gehabt. Ist auch schön ausgebrannt. Ups. Okay, da gibt es Unterschiede, aber ich nehme das mit Rohr, das sieht besser aus. Eine Heizung? Wenn, dann so eine, ne? Braucht nur Eisenstab, Eisenplatte. 4. Und eine Eisenplatte. Stab. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal wirklich ein ganzes Badezimmer gebaut. Irre. In kürzester Zeit und witzigerweise hat unser eigenes Haus noch keins, aber der Bunker hat einen. Ne? Das ist natürlich. Wo ist überhaupt. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht hier. Verdammt, wir haben gar kein Badezimmer. Okay. Oh, ich hatte die ganze Zeit Licht an. Dann schauen wir doch mal. Das Scheißhaus. Das kommt schön in der Ecke hier. Platziere Toilette. Bam. Okay. Warte mal, das Waschbecken. Das soll auch kein riesen Luxusklo werden, ne? Das hat aber schnell gebaut. Viel zu schnell. Dran. Heizung. Boah, also wie viel Material das ist, was wir da verpowern. So. Natürlich muss der in der Wand hängen. Kann man den auch drehen? Nee. So ein kleines, süßes Scheiß, was soll das sein, wenn nicht? Halt mal, das passt mit den Blöcken nicht hier. So. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein Klo. Ich werde mich darauf verabschieden und sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Wising World. Bis dann!